Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir Mittagessen und zwar in meiner neuen Multifry. Da stand da bisher meine Actifry 2 in 1. Die Multifry hat den Vorteil, dass sie unten eben auch beheizbar ist. Wir können sie wie eine Pfanne nutzen und hat eben Oben- und Unterhitze. Und genau das werden wir heute ausprobieren. Einmal nehmen wir wieder den Nicer Dicer Exklusiv, da hatte ich euch versprochen, die anderen Messereinsätze noch zu zeigen. Da werde ich gleich ein paar von benutzen. Und zwar einmal den Hobel mit 6 mm und dann werden wir hier noch kleine Würfel machen. Da schauen wir mal, was wir hiervon benutzen. An Zutaten brauchen wir eine große Zucchini, 3 Spitzpaprika, 2 werden wir befüllen und die eine werden wir mit klein schneiden, eine Zwiebel, ein leichten Schafskäse, Öl, Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence. Achtung, fertig, los! Als erstes schneiden wir jetzt die Zwiebel. Ich habe gerade gesehen, die Kamera hatte ich noch nicht wieder angeschaltet. Ich habe jetzt hier schon eine drin. Und damit ihr auch seht, dass es wirklich funktioniert, legen wir die nochmal drauf. Ich nehme jetzt hier den 7x7 mm Aufsatz. Hinten an. Legen, vorne einrasten und den kann ich hier mit der Push-Taste wieder rausnehmen. Also die halbe Zwiebel hinten auf den Aufsatz und schön runterdrücken. Das geht schön einfach. Dieses Gerät ist echt richtig schön stabil und kompakt. Das funktioniert mit dem hier wirklich richtig gut. Ich habe hier die, hört sich anders an als die anderen, die Glasschüssel, die nehme ich dann ganz gerne, weil die kann ich dann nachher einfach in die Spülmaschine packen. Jetzt haben wir hier also die Zwiebel. An der Ecke könnt ihr es einfach so hochziehen und die geben wir jetzt einmal in die Multifry. Wir müssen jetzt einmal wechseln auf den Behälter mit dem Rührarm. Einmal die Schüssel wieder rein. Die schließt hier oben richtig schön ab, sodass der untere Bereich tatsächlich immer sauber bleibt. Das ist dann besser als bei der Actifry. Und hier der Griff, das muss ich euch einmal zeigen. Der ist hier dann eben auch nicht durchgängig. Ihr könnt hier alles auch schön ausputzen. Setzen wir noch den Rührarm ein. Der sieht so aus und wird einfach hier auf das Element gesetzt. Und der dreht sich dann langsam. Wir stellen jetzt schon mal an auf Ober- und Unterhitze. Ich möchte das richtig schön warm haben. Erstmal schalte ich sie hier an der Seite ein. Dann stelle ich hier... Hier unten ist Pfanne, Heißluft, Pfanne und Heißluft, also das dritte von rechts. Und dann schlägt er mir vor Stufe 3. Ich mache gleich auf Stufe 4. Wir können hier die Hitze variieren von 1 bis 4. Ich nehme jetzt gleich das heißeste und stelle erstmal auf 10 Minuten. Wir werden gleich immer nach und nach alles nachfüllen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Und die Zwiebeln kommen rein, nachdem wir ein bisschen Öl reingegeben haben. Da ist eigentlich so ein kleiner Messbecher bei, aber ich habe ja hier meine Flasche. Und da gebe ich dann 2 Spritzer Öl rein. Und die Zwiebel. In der Zeit, wir den Rest jetzt noch vorbereiten, stelle ich die schon mal an. Die klickt man dann hier unten einmal an. Und sie startet. Sie hat jetzt die Heißluft und die Pfanne. Und der Rührarm, ihr seht das schon. Der fängt an, sich zu drehen. Und jetzt schneiden wir uns die Zucchini in kleine Stücke. Das heißt, wir wollen ja die Paprika befüllen. Die sind ja sehr klein. Also nehmen wir da auch die kleinen Würfel. Dafür muss ich es aber vorher einmal, hobeln wir die einmal mit dem 6 mm Hobel runter, damit ich das nicht vorher in Scheiben schneiden brauche. Also Deckel drauf. Einmal gerade und abgenommen. Der Einsatz raus. Und der Hobel, das ist jetzt der von dem Messerset, den nehmen wir jetzt. Der im 15-teiligen Set dabei ist, das ist der 2 mm Hobel. Hier haben wir 6 mm. Jetzt möchte ich halt 6 mm. Einmal drehen, weil ich von hier hobel. Und dann habt ihr hier zum einen diesen Handschutz, den könntet ihr jetzt nehmen, das wäre am sinnigsten. Habt ihr zum Beispiel einen Apfel, da könnt ihr auch den Handyhopper nehmen. Den könnt ihr dann hier auf die Schiene setzen
und dann damit runterhobeln. Und wenn ihr das sehen möchtet, dann mache ich das jetzt noch einmal hiermit. Schneiden wir noch zwei Scheiben runter. Einfach den Handyhopper hier auf die Schiene. Hier lösen. Zucchini rein. Hier ist so eine Feder. Wieder aufsetzen. Bis es einrastet. Jetzt ist hier schon voll. Seht ihr das? Jetzt müssen wir einmal schuckeln. So. Dann könnt ihr das ohne Probleme runterschneiden. Dann habt ihr schon eure Scheiben und daraus machen wir jetzt Würfel. Deckel wieder drauf. Und wieder den Einsatz mit 7 mm. Da legen wir jetzt einfach die Scheiben drauf und schneiden die eben rund. Oh, jetzt habe ich Stifte, weil das so hochkant war. Wir legen jetzt mal gleich mehrere drauf, also drei jetzt mal. Dann geht es noch schneller. Und wir versuchen 4. Wir wollen es uns ja immer so einfach wie möglich machen. So schnell wie möglich. Ihr dürft nur nie über den Rand kommen, weil dann könnt ihr natürlich auch nicht schneiden. Hier so schöne Zucchini-Würfelchen. Dann schneiden wir uns jetzt eben hier die Paprika, damit die auch mit in die Pfanne kommt. Hier haben wir einmal oben von den Strunkstücken die kleinen Teile. Die legen wir hier drauf. Einmal in der Hälfte durch, damit es drauf passt. Wenn ihr nämlich hier über den Rand kommt, dann verliert ihr Kraft. Also immer schön im Bereich bleiben. Und dann habt ihr Paprikawürfelchen. Wir schwenken rüber zur Multifrei. Die mache ich jetzt hier einmal auf. Das hört sofort auf. Die Minuten laufen aber weiter. Jetzt sieht man schon, dass die schon gut angeröstet sind. Man hört es auch brotscheln. Und wir geben jetzt die Paprika hinzu und die Zucchini. Ich würde sagen, wir würzen das schon, dann kann das nämlich alles schön vermengen. Ich nehme hier Salz. Ich muss aufpassen hier oben, das ist natürlich heiß. Ich bleibe jetzt hier vorne. Das ist heißes Metall, also vorsichtig sein. Und Pfeffer. Und dann habe ich noch Kräuter der Provence, die mache ich mit rein. Nehmen wir noch ein Löffelchen. Ein bisschen, oh ja, das war ein bisschen viel, aber jetzt ist es drin. Dann schmeckt es auf jeden Fall nach was. Ich gebe jetzt noch mal Öl dazu. So, und wir lassen das jetzt noch mal 5 Minuten. 4 Minuten sind Rest. Ich stelle gleich einfach noch 1 Minute höher. Noch mal 5 Minuten laufen. Dann kann ich euch als Tipp mitgeben, wenn ihr getrocknetes Gewürz drauf gebt, das vielleicht wirklich einmal unterzumengen vorher, sonst fliegt das hier überall rum. Learning by doing, jetzt ist es so, jetzt bleibt es so und weiter. In der Zeit bereiten wir jetzt schon einmal den Rest vor, einmal den Schafskäse nur hier reinbröseln, der wird gleich mit dem Gemüse vermengt. Jetzt kommen noch die Eier hinzu. Die habe ich kurz aufgeschlagen. Und das Gemüse dazu. Die Actifry ist gerade fertig. Das sieht jetzt so aus. Das ist jetzt schön warm. Das geben wir jetzt dazu.
Das wird jetzt vermischt. In einen Löffel. Nochmal würzen. Kräuter der Provence sind ja schon genug drin. Oh, schön, das sieht schon gut aus und das riecht schon lecker. Das zoome ich euch kurz ran. Ich habe jetzt auf die andere Pfanne gewechselt, gebe jetzt schnell noch ein bisschen Öl rein, damit es jetzt ein bisschen schöner aussieht. Hab die Schiffchen befüllt, die Paprikaschiffchen. Gebe die immer abwechselnd hier rein. Und das Ganze lassen wir jetzt für 15 bis 20 Minuten laufen. Jetzt war gerade die Speicherkarte voll, jetzt musste ich noch mal kurz wechseln. Ihr seht, hier sammelt sich der Saft. Ich muss unsere Multifry noch ein bisschen ausrichten. Wir haben hier wohl ein Gefälle. Und ich gebe jetzt einfach den Rest, das ist mir jetzt auch zu schade, das einfach so wegzulassen. Die Schiffchen werden aber zu voll, deswegen gebe ich die jetzt einfach da hinten mit in die Ecke. Das war von der Menge mit der Zucchini dann ein bisschen zu viel, aber das stört mich gar nicht. Das ist jetzt mein Mittag- und mein Abendessen. Und wir starten jetzt runter. Wir machen wieder auf Ober- und Unterhitze. So lasse ich stehen, gehe hier auf volle Pulle. Soll ruhig schön gar werden, die Paprika. Und ich starte für erstmal 15 Minuten. Ich denke, es wird aber 20 brauchen. Nach 15 schauen wir auf jeden Fall einmal rein. Und hier wieder auf Start. 15 Minuten sind um. Wir schauen einmal rein. Ich habe jetzt Unter- und Oberhitze benutzt. Das heißt, hier ist es auch schön braun geworden. Jetzt hoffen wir, dass es nicht zu trocken geworden ist. Wenn das Gerät nicht mehr piepen soll, dann haltet ihr den Knopf einmal gedrückt. Dann schaltet sich das ab. Und ich würde jetzt hier so eine Ecke einfach mal, ja, die Paprika ist noch sehr hart, also nochmal 5 Minuten. Ich lasse es noch auf Ober- und Unterhitze und starten. Jetzt sind 20 Minuten um, wir gucken einmal rein bei der Oberhitze. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass es hier nicht zu trocken wird. Ich nehme jetzt einfach eine raus und probiere es. Den dahinter. So. Dann sehen wir mit dem Nicer Dicer exklusiv geschnitten, mit der Multifry gekocht und essen darf ich es dann selber. Wir probieren das jetzt nach 20 Minuten. Ist die Paprika denn schon so weit, dass wir das essen können? Wie schmeckt das überhaupt? Mhm. Ist okay. Ein bisschen bissfest ist die Paprika noch, aber das mag ich. Das schmeckt richtig schön frisch, man merkt die Zwiebeln, man merkt die Zucchini. Aber hier mit dem Feta, dadurch ist das nicht zu fad. Und ein bisschen Biss durch die Paprika, echt lecker. Ich lasse es mir jetzt schmecken, bis bald, eure Sophie.